Für dieses Seidenäffchenjunge ist es das erste Weihnachten überhaupt. Das wenige, grammleichte Wesen hängt am Rücken seiner Mama. Und die freut sich über das Menü, das Tierpfleger Michael hier gerade vorbereitet. Nur zum Schlemmen sind diese Packerl aber nicht gedacht. So wie Weihnachtsgeschenke muss das Futter ausgepackt werden. In der freien Natur gehen sie auch nicht zu einer Schüssel hin und holen sie alles jeden Tag nicht raus und können sie dann wieder auf einen Ast sitzen und dick werden, sondern sie sollen sich auch ein bisschen erarbeiten. Das fördert die Muskulatur, das fördert das Denken und dass sie nicht komplett apathisch werden und irgendwo in der Ecke sitzen. Also die Beschäftigung ist schon ganz wichtig. Schau mal, sind wir denn da gut, das? Gib mir her. Seit 4 Jahren ist Michael Tierpfleger. Äffchen und Reptilien sind seine Lieblinge. Ihnen Freude bereiten, das gehört mit zum Schönsten in seinem Job. Wie soll man sich fühlen? Ich meine, das ist ein Traum von einem jeden. Im Tierpflegerbereich gibt es sehr viele Sachen, die was sicher krank gefallen, vom Reinigen her, vom teilweise Ekel her oder sonstige Gerüche oder sonstiges. Muss man hart sein, aber das sind dann die Sachen, wo man sich dann denkt, ha, richtig gemacht. Es ist ja super neugierig. Richtig macht auch Yannick gerade vieles. Bei den Niala-Antilopen spielt er Santa Claus und bringt ihnen einen Weihnachtsbaum. Die Tanne geschmückt mit besonderen Anhängern. Und die sind eine Seltenheit. Was er sich da gerade noch holt, was ich ausgelegt habe auf der Wurzel, sind Kartoffeln, also gekochte Kartoffeln. Die haben es total gern, auch Nudeln und so. Wobei es davon nicht zu viel essen sollten. Von den Sachen, die ich aufgehängt habe, das waren Sellerie, Karotten, Äpfel und Zucchini. Gerade auch die Tannenzweige und so, das ist eher die Ausnahme, weil sie sonst doch recht dick werden. Dick sehen diese beiden aber schon aus. Nur noch wenige tausend Wesen gibt's weltweit. Die roten Pandas sind vom Aussterben bedroht. Wegen ihres dichten Fells werden sie gejagt. Pfleger Yannick kümmert sich seit einem Jahr um die sogenannten Katzenbären. Unsere roten Pandas sind grundsätzlich eher schüchtern. Generell im Winter sieht man es öfter, auch am Boden und herumtollen. Die Lea, das Weibchen, das ist die mit den Knickohren, die ist eher ein bisschen schüchterner, kann man sagen, aber eigentlich ihm gegenüber, dem Pim gegenüber, die dominantere, die auch mal draufhaut und sagt, wo es lang geht. Also du kannst eigentlich als Pfleger relativ nahe an sie rangehen. Wir Besucher können davon nur träumen, aber der Blick aus der Ferne reicht, um zu schwärmen. Und das geht auch in den Weihnachtsferien, denn der Zoo hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Aktuell gilt die 2G-Regel.